Der Weltklimarat hat seinen neuen Bericht zur Erderwärmung vorgestellt. Darin warnt er, die globalen Temperaturen stiegen noch schneller als bislang gedacht. Einige der Folgen seien bereits unumkehrbar, etwa der Anstieg des Meeresspiegels. Es ist der sechste Bericht, seit das UN-Gremium 1988 gegründet wurde. Mehr als 200 Wissenschaftler beobachten den Forschungsstand zum Klimawandel und fassen die wesentlichen Ergebnisse zusammen, um der Politik eine Entscheidungsgrundlage zu geben. Den IPCC, auch Weltklimarat genannt, gibt es seit 1988. Gegründet wurde er vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen und der Weltorganisation für Meteorologie. Ihm gehören 195 Staaten an. Der Weltklimarat setzt sich aus drei Arbeitsgruppen zusammen. Die erste wertet wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel aus. Eine zweite schaut auf die Folgen der Erderwärmung und wie die Gesellschaft sich anpassen kann. Und die dritte zeigt, wie die Erderwärmung begrenzt werden kann. In diesen Arbeitsgruppen sitzen führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt, etwa aus den Bereichen Klima- und Meeresforschung, Statistik, Ökonomie und Gesundheit. Für jeden Bericht werden sie neu ausgewählt. Ihre Aufgabe ist es, vorhandene, bereits begutachtete Zahlen, Fakten und Studien zusammenzufassen. Dieser Sachstandsbericht wird dann von der gesamten wissenschaftlichen Welt mit Anmerkungen versehen und so über mehrere Runden korrigiert. Arbeitsgruppe 1 hat gerade ihren Bericht vorgelegt. Hier geht es um die naturwissenschaftlichen Grundlagen der globalen Erwärmung. Wie weit ist die Klimaerwärmung fortgeschritten? Wie oft kommen Extremwetter vor? Wie schnell schmilzt das Eis an den Polen? Und wie hoch steigen die Meeresspiegel? Aus der wissenschaftlichen Fassung des Berichts entsteht die Summary for Policymakers, eine Art Zusammenfassung für die Politik. Über diese Formulierung entscheiden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeinsam mit Regierungsvertreterinnen und Vertretern. Damit erkennen die beteiligten Staaten den Bericht als allgemein akzeptiertes Wissen an. Und das ist, was anerkannt werden muss. Verheerende Feuer in Südeuropa, massive Überschwemmungen in Deutschland, starke Hagel mitten im Hochsommer in der Schweiz. Der Weltklimabericht aus Genf ist eindeutig. Diese Wetterextreme werden zunehmen. Vergleichbare Ereignisse erwarten wir durch den Klimawandel und vergleichbare Ereignisse werden in der Zukunft auch stärker werden. Das sagen die Modellsimulationen. Und das sagen aber auch physikalische Überlegungen, die natürlich auch eine Rolle spielen. Die 234 Expertinnen und Experten, die sich meist nur online trafen, sind aber auch noch bei einem anderen Aspekt eindeutig. Der Klimawandel sei menschengemacht und die rasante Beschleunigung sei auch auf den Einfluss des Menschen zurückzuführen. Nun gelte es, die Emissionen drastisch zu senken, so der Weltklimarat. Das IPCC ist politikneutral. Wir liefern Informationen, die politische Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen nutzen können für ihre Entscheidung. Was wir aber klar finden, ist, dass wenn nicht bald und stark und schnell Treibhausgasemissionen verringert werden, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichbar ist. Was jetzt entschieden werde, so die Wissenschaftler, habe Einfluss auf die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte. Zum Beispiel auf das Abschmelzen des Eises in der Arktis und auf Grönland. Die Frage sei, ob der Meeresspiegel in 200, 300 Jahren um 2, 5 oder 7 Meter steigt oder sogar noch mehr.